Da die meiner Meinung nach ziemlich nachgelassen haben. Was schade ist. Ich habe mir die anderen Harvest Moon mal ein bisschen angeschaut und ich weiß nicht, mir gefallen sie nicht. Mir gefallen sie irgendwie nicht. Die sind einfach zu übertrieben gemacht. Die sind mittlerweile irgendwie zu übertrieben geworden, also. Was ich zum Beispiel gar nicht mag, das könnte aber eher darin liegen, dass ich die Grafik einfach nur noch hundsmiserabel finde. Eigentlich ist mir die Grafik ja relativ egal. Aber da kann ich nicht über die Grafik wegschauen, weil die ist meiner Meinung nach sowas von schrecklich. Sie ist nicht schlecht oder so, sie ist einfach nur schrecklich. Und das ist die von Magical Melody. Die finde ich einfach nur noch schrecklich. Ich meine, da kriegst du Augenkrebs von. Das ist, oh, fürchterlich. Wirklich fürchterlich. So, habe ich euch schon gefüttert? Ha, nein! Und ich sollte vielleicht auch mal streicheln. So. Ich will ja auch, dass mich meine Viecher mögen. So. Und meine Saphira wird nur gestreichelt, die kann ich nicht hochheben. Dafür ist es dann doch ein bisschen zu viel Gewicht. Das gilt jetzt selbstverständlich nur für den Panda. Hier. Ist klar, oder? Nicht, dass jetzt wieder irgendwas hier, dass mir wieder irgendwas unterstellt wird oder sowas. Nee, 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 nee. Na. Komm. Mach, Männchen. Ja. Komm, du schaffst das, Chip. Sehr schön. Okay, so. Hi, Hexe. Was machst du denn hier? Kommst jetzt relativ unerwartet, aber okay, wenn ich dich halt gerade hier sehe. Wenn ich dich halt gerade sehe. So, na kommt's raus, ihr Viecher. Apropos, wann hat die Hexe Geburtstag? Fuck it. Stimmt, das muss man sich ja in dem Spiel merken. Oh, nein, sowas bin ich doch ganz schlecht. Und den Hochzeitstag muss ich mir, glaube ich, auch merken. Oh! 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 Habe ich das jetzt? Aber ich kann irgendwie immer noch nicht auf Vanni reiten. Warum auch immer. Menno. Nein, ich kann immer noch nicht auf meiner Vanni reiten. Warum auch immer das der Fall ist. Aber es ist halt nun mal so. Dann wollen wir jetzt ein bisschen angeln gehen, würde ich jetzt mal sagen. Einfach weil wir hier auf der Farm alles schon getan haben, was getan werden muss. Klar, ich könnte jetzt Holz hacken oder sowas, aber ich habe jetzt einfach gerade eher Lust auf Angeln. Habe ich auch schon lange nicht mehr. Außerdem muss auch ein bisschen Geld ins Haus. Da bietet sich Angeln gut an. Da bietet sich Angeln doch wirklich mehr als gut an. Es sei denn, man fischt Badehosen.
Dann natürlich ist es was anderes. Tickets zur Toucan-Insel kann ich mir heute leider keine kaufen. Das wäre jetzt natürlich ideal, dann würde ich sofort zur Toucan-Insel fahren. Allerdings zählt der Zirkus ja als Feiertag. Und somit haben die Geschäfte heute geschlossen. Außerdem ist Sonntag, aber das hat in dieser verkorksten Stadt irgendwie gar nichts zu sagen. Was man dazu jetzt noch sagen muss, ich habe jetzt ein klitzekleines Problem. Und zwar, ich bin jetzt gerade mitten am Aufnehmen. Ich habe jetzt erst, ja gut, es ist schon länger her, dass ich gefrühstückt habe. Ist schon ein paar Stunden her, so ist nicht. Allerdings, da steht immer noch mein Nutella-Glas. Ich habe alles schon weggeräumt, bis auf das Nutella-Glas, das steht da noch. Und wenn ich das so anschaue, dann kriege ich irgendwie schon wieder Lust auf so ein Brot oder eine Semmel. Mit Nutella. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Nutella-Esser. Nein, beim besten Willen nicht. Das ist mir zu süß. Aber mal eine Semmel oder mal so ein Brot mit Nutella, das ist einfach nur noch geil. Also was ich damit meine, ist halt, ich könnte es jetzt wirklich nicht jeden Tag essen. Ich könnte jetzt nicht jeden Tag Nutella essen oder gleich 30 Semmeln hintereinander, wie es manche da können, dass ihr Frühstück aus 3 Nutella-Broten besteht oder so. Das pack ich nicht. Das ist mir zu viel. Das jeden Tag. Nein, das pack ich nicht. Da würde ich speien, ganz ehrlich. Das ist mir zu süß. Aber mal so zwischendurch. Dafür liebe ich ja Nutella-Brote so. Weniger eigentlich beim Frühstück. Beim Frühstück brauche ich eher Wurst. Da brauche ich was Gescheites. Oder Brotwurst. Ja, da brauche ich was Gescheites in der Früh. Einen guten Kaffee nur dazu nur irgendwie ein bisschen Bacon oder so. Geile Scheiße, sage ich euch. Richtig geile Scheiße. Das ist was richtig Gutes. Also da brauche ich schon was Gescheites in der Früh. Aber, also Nutella-Brot kann ich zwischendurch ganz gut essen. Also das geht da eigentlich ziemlich, ja. Mal so zwischendurch einfach mal, keine Ahnung, man halt so um 9 Uhr oder so gefrühstückt. Und dann hat man um, keine Ahnung, 11 Uhr oder so, hat man einfach mal Lust irgendwie so auf Nutella-Brot. Das, ja, es ist geil. Ist geil. Wow, warum nicht? Es ist geil. Ja. Und es ist schon wieder 10, habe ich gesehen. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Oh, schon wieder eine Badehose. Was will ich denn dauernd Badehose? Ach, da fällt mir ein, ich muss ja noch zu Yolanda. Warum muss ich an Yolanda denken, wenn ich eine Badehose fange? Muss ich mir da jetzt Sorgen machen? Ich hoffe mal nicht. Yolanda, mein Herzblatt, wo bist du? Ich renne jetzt einfach mal zu dir nach Hause. Das war jetzt gerade irgendwie. Das hat jetzt gerade perfekt gepasst. Yolanda, mein Herzblatt, ich komme zu dir nach Hause und währenddessen fährt bei mir draußen ein Krankenwagen vorbei. Yolanda? Bist du okay? Du darfst nicht abkratzen. Ich muss mich erst mit dir anfreunden. Danach darfst du abkratzen. Aber erstmal muss ich mich mit dir anfreunden, denn du sollst mir was schenken. Du sollst mir was Tolles schenken. Und ich habe mir übrigens überlegt, am Montag, also am nächsten Tag hier im Spiel, gehe ich mal zum Trödelladen und kaufe mir da so eine Schatzkarte. Kann man ja, glaube ich, so eine Schatzkarte kaufen. Und ich habe mir einfach gedacht, ich mache es einfach mal. Auch wenn die, glaube ich, total bescheuert waren. Oh, nee. Mensch. Auch wenn die eigentlich total bescheuert waren, aber ich habe jetzt irgendwie gerade mal Lust drauf. Yolanda. Wo bist du? Ha, leck mich doch am Arsch, du alte Zipzicke. Natürlich bist du
Im Ocarina Gasthaus. Wo denn sonst? So, jetzt gehen wir mal einfach hier auf den Platz, um mal zu schauen, wie es denn jetzt mit dem Zirkus steht. Okay. Der ist hier nicht. Okay. Warum ist der hier nicht? Hä? Muss ich jetzt nicht kapieren? Ich komme einfach später nochmal. Vielleicht bin ich ja gerade unerwünscht. Wer weiß, was der gute alte Theodor gerade alles mit seinen Tieren anstellt. Na, ich will ja keine Vorwürfe oder sowas machen. Nein, nein, nein. Aber wer weiß, was der alles mit denen anstellt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, wir laufen jetzt einfach mal hier so hin. Um einfach ein bisschen zu angeln. Ich will es einfach mal hier mehr so ein bisschen angeln, so im Leuchtturm. So. Schmeißen wir doch hier mal die Angel aus. Vielleicht bekomme ich hier was Besseres. Eine Makrele, oder? Nee, eine Rossmakrele. Ja, da freut sich meine Mizi. Mizi soll sich ja auch freuen. Das gleiche gilt für Saphira, die soll ja auch schön Fisch bekommen. Chip hingegen bekommt seine Kräuter. Ist ein ganz einfaches Viech, sage ich jetzt einmal. Jeden Tag flackt ein Kraut auf meiner Farm, also schenke ich das dem einfach. Passt doch wunderbar. Ja, heute ist mal der große Angeltag. Hatte ich mir eigentlich so gedacht. Aber irgendwie will da nicht so wirklich was anbeißen. Allen Anschein nach. Ich möchte nicht noch eine Badehose. Gibt es eigentlich irgendwie eine Anleitung für die Angeln? Nicht, dass ich da jetzt irgendwas falsch mache. Ich will ja nichts falsch machen oder sowas. Da, Angel. Drücke Arm, die Angel mehr oder Fluss auszuwerfen, halte A gedrückt, um die Angel aufzuladen. Beißt ein Fisch an, drücke oft und schnell A, um ihn aus dem Wasser zu ziehen. Drücke A und schwinge die Wirbel, um die Angel schneller aufzuladen. Nicht möglich mit Eisenangel. Ja, das ist klar. Also habe ich alles richtig gemacht. Wollschere, mache ich bei dir was falsch, weil die Viecher das nicht mögen. Drücke A, um die Schafe zu scheren. Zum Aufladen halte A gedrückt. Scherens. Was? Zum Aufladen halte A gedrückt? Aber Scheren senkt die Tierfreundschaft. Das mögen die nicht. Das ist Kacke. Dünger! Indem du Wücken und A drückst. Wenn du A gedrückt hast, kannst du mehrere Felder bestreuen. Also das sind alles Sachen, die ich schon weiß. Denn ich nehme das Tier, drücke A und wähle Reiten, um es zu reiten. Dein Tier muss draußen sein. Drücke A, um dein Tier...
Gut, da steht auch nicht, warum ich jetzt noch nicht auf meinem Pferd reiten kann. Wird schon alles passen. Dennoch will es heute wahrscheinlich nicht so ganz so klappen, habe ich das Gefühl, mit dem Angeln. Nein, wirklich nicht. Aber ich habe ja mal was gelesen. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Und zwar soll man angeblich am Leuchtturm selbst auch angeln können. Und zwar hier. Also, das habe ich ja schon ausprobiert. Ja, das habe ich ja ausprobiert, wo ich auf die Hexe gewartet habe. Aber angeblich sollen hier ziemlich gute Fische kommen. So ein super Secret Fisch soll da kommen. Gut. Es steht da, dass ich da Minimum die Goldangel brauche, aber kann es sein, dass ich dann irgendwie trotzdem vielleicht bessere Fische oder sowas bekomme? Oder dass wenigstens irgendwas anbeißt? Irgendwas? Nichts? Gar nichts? Will nicht mal irgendwie ein Hai anbeißen? Oder ein Orca-Wal? Bist denn du? Eine Meergrundel. Du bist kein Orca. Verarsch mich nicht. Du bist kein Orca. Ich will doch nur einen Orca. Aber ein Orca will nicht abbeißen, aber dafür beißen gerade ein paar Fische an, wollte ich schon sagen. Jawohl. So. Somit kann ich wenigstens noch ein bisschen Geld extra verdienen. Ein paar Fische können nie schaden. So, von der Zeit her, 13:30. Ja, so gegen 2 schaue ich mal hin. Zweimal angeln, dann ist es 13:50, dann renne ich mal gemütlich auf den Platz zur Kirche, um mal zu schauen, ob der Zirkus jetzt mittlerweile mal stattfindet oder nicht. Ja, wunderbar. So, jetzt würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg, um mal zu schauen, ob der Zirkus denn heute jetzt stattfindet oder nicht, oder wo der jetzt ist, oder wie, wo, was. Will ich mir nämlich schon ganz gerne anschauen. Warum auch nicht? Einfach mal ein bisschen Zirkus, ist doch schön. Hey, Kathi. Wie ich einfach Selina ignoriere. Hi, Schwuchtel. Wobei, er ist eigentlich der Emo, der... ich habe keine Lust, alles so scheiße. Immer nur nix. Wo zum Geier ist denn dieser... Sag mal, wo zum Geier ist denn der Zirkus? Wo ist denn der hin? Hallo? Der war doch immer hier.
Das